Beste Bedingungen im Garmin-Stadion in Garching. Der Rasen nochmal frisch gewässert für einen echten Härtetest. Regionalligist gegen Drittligist, der VfR Garching empfängt Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt. Für den VfR geht es schon am 13. Juli wieder um Punkte. Der FCI hat noch 9 Tage länger Zeit, um voll im Saft zu sein. Das Testspiel, der Startschuss fürs folgende Trainingslager in Südtirol. Ingolstadt in Rot nimmt das Heft gleich mal in die Hand, kommt mit Tempo über den Flügel. Philipp Bilbia, gute Aktion des Nachwuchsstürmers. Letztes Jahr war er noch für die U19 aktiv. Es spielt nur das Team in Rot, die Elf von Jeff Seibene. Wieder geht's über rechts. Nächste dicke Chance erneut ist Dominik Dax zur Stelle. Die anschließende Ecke. Björn Paulsen diesmal rettet die Querlatte. Das 1:0 für den FCI längst überfällig. Kurze Trinkpause, einmal durchpusten, dann geht's weiter. Natürlich mit Ingolstadt im Vorwärtsmarsch. Der Ball kommt zu Fatih Kaya. Tolle Bewegung. Dominik Dax wächst über sich hinaus, lässt die FCI-Offensive immer mehr verzweifeln. Die lässt sich aber nicht beirren und macht einfach weiter. Philipp Bilbia ist das. Tolles Zusammenspiel mit Kaya. Paulsen ist da. 1:0 für die Schanzer. Die verdiente Führung nach 38 Minuten. Herrlich gespielt. Der Innenverteidiger muss am Ende nur noch einschieben. Dann ist Pause. Ingolstadt verdient vorne, aber nur 1:0. Die schwache Chancenverwertung, das Problem. Zweite Hälfte, es wird munter gewechselt, fast die gesamte Startelf getauscht, aber der FCI bleibt aktiv, spielt weiter zielstrebig nach vorne. Tobias Schröck ist das, maßgenau auf Maximilian Wolfram. Ingolstadt legt nach. Gleich die erste Großchance nach dem Seitenwechsel, die sitzt. Tolle Flanke und ein äußerst sehenswerter Kopfball, lehrbuchmäßig gegen die Laufrichtung des Keepers. Von Garching ist nur sehr wenig zu sehen. Es spielt fast ausschließlich das Team in Rot. Der Ball kommt zu Konstantin Kerschbaumer. Dax einmal mehr überragend. Er der beste VfRler. Dann zeigen sich mal seine Vorderleute. Maximilian Bärwein um ein Haar. Der Anschluss. Glück für den FC Ingolstadt. Rein in die Schlussviertelstunde nochmal der FCI. Der kommt über Wolfram. Tolle Übersicht, tolle Flanke. Kutschke 3:0 Ingolstadt. Stefan Kutschke letztes Jahr mit 3 Treffern in Liga 2. Er bleibt den Schanzern auch trotz Abstieg treu. Schön abgesetzt und reingenickt. Die letzten Minuten gelingt Garching noch der Ehrentreffer. Der Ball vorerst geklärt und dann muss Marco Knaller doch nochmal hin. Tolle Parade. Er hält am Ende die 0 für seinen FCI. Ingolstadt 3, Garching 0. Jetzt die Stimmen zum Spiel.
Für den FCI wird es dann am 22. Juli ernst, für Garching bereits 9 Tage zuvor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.